Was geht ab, Mann und Seafighter? Osri hier. Und willkommen zu einem weiteren Team-Rating-Video. Mittlerweile schon das 11. Team-Rating-Video. Ganz cool, dass ihr immer wieder dabei seid und immer wieder eure Teams einsendet. Und deshalb würde ich sagen, legen wir direkt auf der Stelle los. Let's go. Das erste Team ist von Benjo. Benjo, lieben Dank für die Einsendung. Er schreibt uns, Hashtag Team Osru würde gern ein besseres Majin Buu Kategorie Team haben, wüsste aber nicht, was ich noch tauschen kann. Alles klar, dann schauen wir erstmal in sein Team rein. Wir haben das Team hier und, by the way, schon mal außen vorweg, ich sag immer, okay, ich schaue mir das Team an, dann sage ich, okay, die Charaktere sind richtig gesetzt. Das hat viele verwirrt, damit meine ich, dass die Charaktere, die Mitglieder, dem Leader-Skill entsprechen. Heißt, wir haben hier ein Majin Buu Saga Team, Super Vegito ist unser Leader und alle Charaktere sind in der Majin Buu Saga und das meine ich mit, ist richtig gesetzt. Vielleicht werde ich ab und zu sagen, beziehungsweise ab jetzt sagen, das Team ist soweit richtig oder entsprechend dem Leader-Skill, das ist hier der Fall, deswegen gibt's für jeden Slot, der richtig gesetzt ist, entsprechend des Leader-Skills ein Punkt, also haben wir hier 6 Punkte an der Stelle. Aber es sind nicht alle Max-Level oder nicht Awake, deswegen bleibt es vorerst bei den 6 von 10 Punkten. Anyways, dann würde ich sagen, wir schauen uns mal die Charakterliste an, ob wir da was ändern könnten, sollten. Und zwar würde ich schon, ich habe eh schon im Visier gehabt, Vegito und Ultimate Gohan an der Stelle. Und die beiden würde ich raustun, A für Super Saiyan 2 Angel Goku. Super Saiyan 2 Angel Goku. Ihn würde ich awaken, die empfehlen ihn zu awaken, ihn reinzutun für Vegito und zum anderen den Super Saiyan 2 Gohan Teen, der rechts neben ihm sofort ist, auch awaken und ins Team reintun, beide für Vegito und Ultimate Gohan, denn wenn wir uns den Graphen dann mal anschauen, dann linken sich die Charaktere auf jeden Fall besser als mit Vegito und Ultimate Gohan, zumal die beiden Charaktere an der Stelle ein bisschen besseren Wert haben, da sie prozentualen Boost haben. Okay, Vegito hat auch prozentualen Boost, aber es ist ein Nuker, braucht seine Key. Ich würde da lieber auf Super Saiyan setzen an der Stelle. Denn das Ganze würde dann beispielsweise so aussehen. Wir haben den Tech Super Saiyan 2 Angel Goku auf jeden Fall als Rotationscharakter. Denn passive bedingt muss man ihn eh an dritte Stelle setzen. Dann bekommt er seine Attack Boost etc. Der Super Saiyan 2 Gohan Team ist wirklich sehr solide. 90%, wenn er eine Ulti startet, dann bekommt er auch seinen Angriff. Und ansonsten würde ich das Team auf jeden Fall so lassen, wie es im Graphen auch ist. Heißt Vegito und Ultimate Gohan einmal raus für Super Saiyan 2 Angel Goku und Super Saiyan Gohan Teen. So, und das nächste Team ist von Eric. Eric, lieben Dank fürs Einsenden. Er schreibt uns, Hashtag Team Osru. Hey Osru, ich würde gerne mit meinem momentanen Chance ein gutes Team haben. Alles klar. So quasi die Standardnachricht, wenn es um Teams-Builds geht. Ey, was kannst du aus meinen Charakteren machen? Wie gesagt, könnt ihr mir immer jederzeit senden. Aber wenn ihr speziell für das Video drankommen wollt, dann solltet eure Nachricht jeden Freitag ankommen. Mit einem Hashtag Team Osru. Anyways, wir haben hier Super Saiyan 4 Gogeta als Leader. Aber das Team passt nicht. Ja, dann ist hier in dem Fall ein gutes Beispiel dafür, wenn es nicht passt. Denn wir haben hier nur Super Saiyan 4 Gogeta und Gogeta, Super Gogeta in der Fusion-Kategorie bzw. als Tech-Charaktere. Denn das ist ja der Leader-Skill von dem vierfachen Gogeta. Heißt, es sind nur 2 Charaktere richtig gesetzt, also gibt es auch nur 2 Punkte und weiter schaue ich nicht. Das haben wir letztes Mal im Stream so festgelegt, dass wenn das ganze Team nicht passt, dem entsprechenden Leader-Skill, wir auch nicht, beziehungsweise ich auch nicht weiter schaue, ob die anderen Charaktere Max-Level sind, Awaked, etc., etc., weil dann hätte das Team quasi schon von außen vorweg nicht seinen Sinn erfüllt, nämlich nicht jeder Charakter bekommt einen Leader-Skill und das Team funktioniert so eigentlich nicht. Deswegen, aber ist nicht schlimm an der Stelle, denn unser Dude wollte eh wissen, was aus seinen Charakteren das Beste geht, also schauen wir uns mal die Charaktere an der Stelle an und es sind viele Charaktere, aber macht nichts, ich sehe aber schon, wenn ich hier durchscroll, er hat LR Ginyu und damit hat er auch das ganze Ginyu Force Team. Also für dich nennenswert ist auf jeden Fall das LR Ginyu Team. Das LR Ginyu Team. Entweder nimmst du Ginyu als Leader und die ganzen Ginyu Charaktere oder dein Strength Gohan als Leader, den Kid Gohan und nimmst sie als Leader. Denn sind alle in 2 Kategorien. Einmal Ginyu Force, dafür ist LR Ginyu der Leader. Und hat den besseren Leader-Skill quasi. Und einmal Gohan, der ist in Namek-Saal-Kategorie. Hat ein bisschen schlechteren Leader-Skill, aber der ist auch solide. Aber er selbst ist da ein bisschen ein Charakter, der damage-lastig ist als LR Ginyu, wenn ich das so sagen darf. Aber, hey, das ist auf jeden Fall nennenswert. Wenn wir dann trotzdem noch deine Charaktere ansehen könnten, dürften, dann und daraus ein Team machen, außer das Ginyu Force Team, dann würde ich dir ein Fusion Team empfehlen. Nämlich das Ganze würde dann in dem Fall einmal so aussehen. Wir haben den vierfachen Gogeta als Leader, den Super Saiyan Gotenks. Super Saiyan Gotenks erhältst du, wenn du den SR Super Saiyan Goten awakest. Strength Gotenks
Super Gogeta heißt, wir haben vier Fusion-Charaktere. Das waren so deine Fusion-Charaktere. Sie bekommen den guten Leader-Skill und den zweiten Leader-Skill Tech-Charakteren füllen wir dann mit Tapion und Goku an der Stelle auf. Und so würde an der Stelle dein Team aussehen. Und das nächste Team ist von Lucky Day, denn heute ist dein Lucky Day. Nein, okay. Ich höre auf mit den Flachwitzen. ja. Hey, also du, wie jeden Freitag schicke ich dir mein Team auf eine Hoffnung, dass du mir hilfst. Ist dein Lucky Day. Nein, okay. Würdest du das beste Team aus meinen Karten rausholen, bitte? Mach ich gerne. Mit freundlichen Grüßen, dein treuer Fan. Let's go. Freundliche Grüße gehen natürlich zurück an dich, Mate. So, wir haben hier auf jeden Fall ein Heroes-Team. Ja, LR Vegeta Blue ist der Leader, LR Trunks ist drin, dreifache Angel Goku, Gogeta, Blue Vegeta, Blue Goku, alle sind richtig gesetzt, gibt 6 Punkte schon mal an der Stelle. Alle sind awaked, alle sind Max Level, yes, das sind sie, also schon mal 8 von 10 Punkten. Und wenn wir uns die Charakterliste mal ansehen, dann darf ich auf einen Schlag auf jeden Fall schon mal sagen, du hast das Beste aus deinen Charakteren gemacht, also. Ja, wir sehen, das sind deine Charaktere, die am weitesten im Dupe System vorangebracht sind, deine weitesten Heroes. Sie synergieren an sich sehr gut im Team, ja, wir haben eine LR-Combo, LR Vegito Blue, LR Trunks. Und in der zweiten Rotation bist du natürlich flexibel, lässt LR Vegito Blue den Friend auch in der Rotation drin mit Vegeta Blue zum Beispiel oder Goku Blue. Sie geben sich Warrior God Super Saiyan beispielsweise. Oder du setzt da je nachdem auf Angel Goku oder Super Vegeta. Je nachdem, was du im Moment machst, du momentan im Kampf eben brauchst. Also das Team ist wirklich top. Aus deinen Charakteren hast du das Beste gemacht. Also gibt es hier an der Stelle 9 von 10 Punkten. Okay, das nächste Team ist von Nachtschmerz. Schmerzen bei Nachts. Danke für die Einsendung an der Stelle. Hashtag Team, also du kannst du mein Hero-Team verbessern, aber ich bin riesen Piccolo-Fan. LR Piccolo soll bleiben. Alles klar, dann schauen wir mal, ob wir das Team so lassen, beziehungsweise ob wir Piccolo da in den Fokus setzen. Wir haben ja ein Heroes-Team, heißt, alle Charaktere sind an der Stelle richtig gesetzt. 6 von 10 Punkten. Alle sind awake, aber nicht Max-Level. Nämlich LR Vegito Blue ist nicht Max-Level. Gibt es nochmal einen Punkt, sind wir bei 7 von 10 Punkten. Und dann gucken wir uns mal die Charakterliste an. Und wenn wir die Charakterliste mal an der Stelle gekonnt schnell durchgehen, dann... Okay. Du hast eigentlich schon das Beste aus deinen Charakteren gemacht. Da will ich den Punkt auf jeden Fall nochmal zugeben. Heißt, wir sind bei 8 von 10 Punkten. Aber wenn du Piccolo quasi in Fokus setzen willst, dann könntest du vielleicht den vierfachen Vegeta... Warum vierfacher Vegeta? Denn ich bin geschwankt zwischen vierfacher Gogeta oder Super Vegito, aber Super Vegito, vierfacher Vegeta, nicht Gogeta. Und Super Vegito, aber Super Vegito ist da besser im Dupe System vorangebracht. Und deswegen könntest du, wenn du Piccolo ein bisschen mehr in den Fokus setzen möchtest, vierfachen Vegeta rausbringen, denn vierfacher Gogeta gibt, ich sag die ganze Zeit Gogeta, vierfacher Vegeta gibt Piccolo Shocking, nur Shocking Speed, alle anderen Charaktere mehr oder weniger auch. Deswegen könnte man vielleicht ihn raustun und den Vegeta Blue reintun, muss es aber nicht, denn Vegeta Blue gibt auf der anderen Stelle auch nur ein Key für Piccolo, aber das ist dann Prodigies, also 10% auf seinen Angriff. Ansonsten gibt ihn zum Beispiel Super Gogeta Experience Fighters als Linkskill, das ist auch sehr gut, und alle anderen geben mehr oder weniger Shocking Speed oder Legendary Power. Also wie gesagt, das Team passt so an der Stelle, aber wenn du magst, kannst du statt Vegeta, den vierfachen Vegeta, Vegeta Blue reintun. Das nächste Team ist von To Do Boy, danke für die Einsendung. Hashtag Team Osuru, hi Osuru, ich habe mein Team jetzt etwas umgestellt, mal schauen, ob du mir noch ein paar Tipps geben kannst. Ich habe noch nicht die Zeit gehabt, genug Medaillen für die Dokkan Awakens zu farmen, alles klar, merke ich mir an der Stelle. Dann gucken wir mal, ob wir dir an der Stelle ein paar Tipps geben können. Sein Team sieht so aus, ich habe keine Charakterliste, macht aber nichts, wir haben ein Rainbow Team, heißt ja... Jeder Charakter kam da rein, im Prinzip alles richtig gemacht, 6 von 10 Punkte. Es sind alle Maxel, aber nicht Awake, gibt es einen extra Punkt drauf, sind bei 7 von 10 Punkten. Und dann kommen wir mal zu den Tipps. Natürlich wäre es gut, wenn du alle Charaktere awakest, ja, aber du hast gesagt, du hast noch nicht die Zeit dafür, also nehme ich an, du machst das nächste Zeit. Aber wenn ich das so sagen darf, dann glaube ich nicht, dass du Vegito zum LR erwecken kannst in der nächsten Zeit. Deswegen betrachte ich Vegito Strength erstmal als Strength Vegito und nicht als LR Vegito Blue. Auf der anderen Seite, was heißt das? Ich würde an der Stelle auf jeden Fall, sobald du Vegito Blue den physischen Awaked hast, als Leader nehmen. Er gibt dann Key plus 3 auf jeden Attribut 50%, also hast du ein Key plus 1 Bonus an der Stelle. Und die Rotationen. Die Rotation würde ich auf jeden Fall so lassen. Super Saiyan Goten und Trunks in einer Rotation. Es sind zwei gute Units mit Damage Reduction, die aber auch Schaden machen. Sie teilen sich ganze 6 Linkskills, wenn sie in einer Rotation sind. In der anderen würde ich Vegito Blue mit Vegeta Blue halten. Und dann hätten wir die Rotationscharakter Kalifla und Vegito an der Stelle. Genau. Als Friends würde ich dann immer empfehlen, wenn du das Beste daraus machen willst,
LA Vegito Blue zu nehmen. Wenn du kein LA Vegito Blue als Friend findest, kannst du auch den physischen Vegito Blue nehmen oder zu aller Not, falls du einen findest, den Int Future Trunks. Aber schau da immer nach dem LA Vegito Blue nach, wenn es geht. So, das letzte Team ist von Trickshot. Trickshot Mate, danke für die Einsendung, denn das Team ist GG. Das Team ist RIP. Es ist, schaut es euch an. GG. GG. Alle richtig gesetzt, Majin Buu Saga, alle Max Level, alle Dokkenobek sind 8 von 10 Punkten aus seinen Charakteren. Hast du definitiv bestimmt das Beste draus gemacht. 9 von 10 Punkten. Zum letzten Punkt zur Frage, ob das Team optimal ist. Haltet euch fest, so geil auch das Team aussieht, und in meinen Augen ist das natürlich optimal, aber laut der Meta, laut der Tierlist, der momentanen Tierlist, ist es eigentlich nicht das optimalste Team. Aber ich sag jetzt schon außen vorweg, ich bin ja nicht so streng, ich sag euch immer, ey, gestaltet euer Team, auch gebt dem Team einen persönlichen Touch aus den Charakteren, die ihr mögt, etc. Und das hast du ganz sicher hier gemacht, ja, ich meine, schaut euch das Team an. 1-1 das Team. Deswegen gibt es von mir aus persönlich auf jeden Fall 10 Punkte. Wenn wir uns einigen, gegen Klaumann 10 von 10 Punkten. Aber für alle, die sich fragen, was? Das geht echt noch optimaler? Wie denn? Na, wenn wir uns den Graphen mal anschauen, geht es in dem Sinne optimal. Mit optimal schaut man halt alles ab. Ob auch Linkskills gedeckt werden von den optimalen Charakteren, die für das Team gehen. Und da sind halt zwei Charaktere, die an der Stelle besser sind. Nämlich statt LR Mighty Mess und Super Saiyan 3 Goku, der physisch Super Saiyan 2 Goku und der Gohan aus dem World Tournament. Denn ihr seht schon, Dreifach Goku und Mighty Mess. Also Dreifach Goku linkt sich noch gut, aber Mighty Mess eher nicht. Die zwei anderen Charaktere sind dann die Rotationscharaktere dann quasi, die sich dann deutlich besser linken und mit ihren Passes für das Team, für die Optimalität sorgen, sage ich mal. Aber wie gesagt, von mir aus, damit ihr den Vergleich habt, optimal wäre, wenn die zwei unteren Charaktere drin wären, statt Dreifach Goku und LA Mighty Mess. Aber von mir aus, Trickshot, alles richtig gemacht, 10 von 10 Punkte. Alles klar, Leute, das wäre das für das Team-Rating-Video von heute. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Ganzen ein Like, und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, etc., etc., Feedback ist immer gerne gewünscht, in die Kommentare mit euch runter. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.